So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Moin. Der ist ja wirklich der Hannes, ne? Habt doch gedacht, ich veräpple euch. Wir sind jetzt hier im Pisedino. Das ist der Hannes. Das ist sein Sitzkissen, was wir uns immer aus der Rundschau mitnehmen und dann wieder reintun, wenn wir zurücklaufen, weil wir sind ja zivilisiert. Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts. Und deswegen möchten wir heute mal den Schlingking im Solo probieren. Hannes wird eine private Lobby machen, reingehen mit seinem Team. Ich werde eine private Lobby machen, reingehen mit meinem Team. Ich glaube, der Hannes ist schon drin. Nein, noch nicht dran. Hannes, der kämpft einfach schon. Der ist ja jetzt neu da. Ich höre schon wieder die Musik von dem Spiel im Hintergrund. Das ist nicht gut. Die muss ich mal ausmachen. Sonst kriege ich beim Synchronisieren Probleme, weil ich dann meine eigene Stimme nicht mehr höre und nur noch den Sound. Ich habe auch keine Ahnung, wieso das hier immer zu an ist. Ich habe das extra ausgestellt. So, das ist also Schlingking. Der ist am Dienstag neu in die Raids gekommen. Sieht fantastisch aus. Würde ich gerne als 100er haben, aber erst hunten dann, wenn wir einen Shiny bekommen, machen mal eine private Gruppe auf. Wir werden natürlich niemanden einladen. Wir wollen es ja alleine probieren. Und jetzt habe ich mir hier ein Schlingking-Team gemacht mit Gardevoir, 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 Gardevoir und Togekiss. Und die haben alle Feenattacken, weil das Teil hat eine... Da steht doppelt effektiv ist Fee. Man sagt immer eine Vierfachschwäche. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall Fee ist brutal. Nehmt Feen, ja. Dann haut einfach mal drauf. Das eine Gardevoir ist auf jeden Fall nicht 100%. Das ist ein Krypto-Gardevoir mit 96%. Deswegen hat das weniger WP als die anderen. Die anderen sind 100er. Top Conda wäre auch zum Beispiel Mega Simsala, aber mit Conda und ich weiß nicht, was der hat. Auch Mondgewalt oder Zauberschein. Irgendeine Feenattacke, die aber nur Legacy Move ist. Genau wie Conda. Legacy habe ich beides nicht auf meinem drauf, deswegen egal. Bevor ich das umbastel, habe ich dieses Team jetzt genommen. Kryptogran Bull, auch mega stark. Wer da ein gutes hat, sich mal eins hochgezogen hat als Feenangreifer, unglaublich krass. Hannes hat jetzt ein ganzes Team mit Togekiss hauptsächlich. Ja, Togekiss. Das muss ich nochmal drauf zeigen. Man erkennt zwar eh wieder nichts. Er hat also immer noch seinen Shunduk, Zerneas, er hat Togekiss, 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 alles über 3000. Capo Falla 100% mit 3100. Das sieht gut aus. Beim Hannes geht's gleich los. Mal gucken, ob es der Hannes schafft. Mal gucken, ob wir es schaffen. Das ist hier Captain Morgan, ne? Guckt euch das an. So die Beine. So muss es aussehen. Danach testen wir die Brainy Chilis. Und dieses Video nehmen wir am Dienstag auf mit dem zweiten freien Raid Pass. Kommt aber dann am Donnerstag für euch. Und ja, theoretisch dürfte sogar ein Krypto-Gardevoir reichen, um das Ding niederzumachen. Aber das sehen wir gleich. Viel Erfolg, Hannes. Hannes ist schon mittendrin. Hannes ist dabei. Ramses legt ein Ei. Und dann kann ich auch gleich das Fang nochmal üben. Weil das habe ich eben verkackt. Zauberschein, genau. Wir müssen jetzt hier drüben drücken. Einfach nicht nachdenken, einfach immer nur draufhauen. Bald ist auch die Team Go Rocket Übernahme, dann kann man Frustration verlernen, was hier bei dem auch gut ist, weil der hat noch Frustration. Dann habe ich einfach hochgezogen, zweite Attacke drauf. Aber Frustration muss weg, dann ist er sogar noch genialer. So, wir hauen, wir hauen, wir hauen. Das ist, sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. 30 Sekunden vergangen. Ich liebe das ja, vor allem morgen wäre bei uns also die Raid Mania, falls wirklich der Fall auftritt, dass mich einer alleine einlädt, Angst hat und dann rausgeht. Ich aber weiß, dass ich es mit dem Team vielleicht solo schaffen würde, wäre es ja egal, ob derjenige rausgeht oder nicht. Dann könnte ich in der Raid Mania sogar in jeder Lobby bleiben. Egal, ob derjenige noch drin ist oder die Lobby verlässt, ob ich alleine bin, wir zu zweit sind, wir zu zehn sind, dann ist jede Einladung garantiert, die ich annehmen kann, ein Raid Mania Punkt. Manchmal habt ihr ja das Problem, was ich gerade habe, dass es einfach sich gerade totgeladen hat und nichts mehr gemacht. Egal, wir machen weiter immer noch auf Zauberschein hier drüben, das ist jetzt ein 100er. Manchmal habt ihr das Problem, ihr habt da eingeladen, wir sind zu dritt, einer geht raus, wir sind zu zweit, ich gehe dann auch raus bei 20 Sekunden, weil das tue ich mir nicht an. So, 100 Sekunden sind gleich um. Wir gehen ziemlich stark auf die Hälfte der Energie zu. Das heißt, wenn es so weiter verläuft, haben wir vielleicht sogar noch über 100 Sekunden übrig, was auf jeden Fall richtig krass ist. Auch wenn das 100er jetzt weniger Schaden macht als das Krypto davor.
Man könnte es also wirklich alleine nur mit dem Crypto Gardevoir gut hinbekommen. Ja, ich bin bei 174 bin ich jetzt auf Gelb gekommen. Bei 174 auf Gelb? Ja. Ich bin bei 220 auf Gelb irgendwas gekommen in der Richtung. Also das sieht schon gut aus. Aber halt auch noch überhaupt, aber auch noch keins verloren. Also mein Krypto ist schon tot. Das macht zwar viel Schaden, aber das hält natürlich auch nicht so viel aus. Aber bei sowas kämpfst du gegen die Zeit. Also hilft nicht, lange zu überleben, hilft nur, viel Schaden in kurzer Zeit zu machen. Ja, deswegen, Kryptos stimmt, sind da immer eine gute Sache. Ich bin jetzt im roten Bereich und habe noch 160 Sekunden übrig. Okay. 150 Sekunden wäre die Hälfte. Bei 150 Sekunden müsstet ihr bei der Hälfte sein. Wir sind schon im roten Bereich bei den 150 Sekunden. Also das sieht auch gut aus. Da war noch ein Kommentar gerade bei YouTube. Jetzt nicht gesehen, wer das war. Muss man in Ruhe dann beantworten. Hannes, freust du dich schon auf die Chilis gleich? Ja. Für den erfolgreichen Raid einfach noch eine Chili hinterhergezogen. Was mich ein bisschen stört, eben als das Krypto tot war, ist das nicht einfach ausgewechselt worden, sondern hat irgendwie gehangen die ganze Zeit. Was wertvolle Sekunden gekostet hat. Aber wir schaffen es bestimmt, über 115 Sekunden zu bleiben. Wir sind bei 118, 117. 116, 115, zack, auf den Schlag genau, habt das gehört, die Glocke bimmelt. Es ist nämlich 13 Uhr und das Ding ist tot. 115 Sekunden Restzeit. Du hast gewonnen, 3 goldene Himbeeren, 2000 Sternenstaub, 3 Hypertränke, 6 Beleber, 2 Lade-TM, 1 Sofort-TM, 3 Sonderbonbons und 10.000 Erfahrungspunkte. Ramses hat den letzten Angriff gehabt. Und jetzt kommt das, was ich heute beim Community Raid den ganzen Tag verkackt habe. Das Werfen. Ich habe nicht einmal einfach fabelhaft getroffen. Habe jetzt auch nur 13 Bälle. Ich hatte heute 21 Bälle. Jetzt habe ich 13. So, wir werfen. Ja, 46 Sekunden habe ich noch. Ne, ist gehüpft. 46? Jo. Ja, aber du weißt, du würdest es auch alleine schaffen jetzt. Klar. Das heißt, das ist nicht nur ein sehr cooler Boss, der richtig genial aussieht, er ist auch Xenexis gut zu besiegen. Xenexis hat mich ein bisschen aufgehalten, weil der hat zwar viel abgezogen, aber ich habe zu lange gebraucht, dass ich ihn voll gekriegt habe, das Ding. Xerneas? Ja, meine ich ja. Weil der so einen großen Ladeball... Oh, ja. Einfach fabelhaft! Mein erster. Jetzt bleib drin. Ja, deswegen ist Zauberschein ganz gut, weil der zweigeteilt ist. Dann ist der voll wird eingesetzt und so weiter. Wir warten jetzt auch, bis er angreift, denn der Kreis ist einmal eingestellt. Ich muss den Dreh raus haben, dass ich nicht zu doll werf, aber auch nicht zu lasch, so wie das war zu lasch. Nicht zu doll, nicht zu lasch. Ich muss noch ein bisschen jetzt üben, weil wenn morgen die Raid Mania ist, weil wir nehmen das Video ja am Dienstag auf, will ich ja möglichst viele fangen. Muss wissen, wie weit ich werf. Das war auch wieder zu lasch, der war wieder drunter. Das zweite Mal. Komm wieder raus. Wie viel hast du eigentlich, WP? 15,92. Ich hab 15,72. Ist ja fast dasselbe. So, er hüpft. Ich kann mich nicht mehr bücken, ich muss mich jetzt mal hinstellen. Ich muss mal das Bein auch hier hoch machen, damit es bequemer wird. Damit es noch komischer aussieht. Jetzt ergreift an, wir curven ein bisschen höher. Ah, immer noch zu lasch, da fehlt noch was. Ich brauche mehr Kraft und dann geht es gleich wieder drüber. Der hat sich komisch angefühlt, aber hat komischerweise getroffen. Mit einfach fabelhaft. Dafür darf er jetzt auch gern drin bleiben. 7 Bälle noch. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Und wenn ich jetzt noch einmal daneben werfe, dann muss ich einen Schein verschicken. Nein, er ist rausgekommen, Hannes. Was mache ich jetzt? Jetzt muss ich gleich was verschicken. Ich sehe es schon. Na, hoffentlich nicht. Einfach fabelhaft. Ich hab's doch gewusst. Wir machen es wieder spannend. Aber ich habe auch noch. Also, der darf ruhig fliehen jetzt, ne? Hauptsache, ich treffe jeden Ball. Und er ist drin. Also, das Shiny wird nicht verschickt. Wir dürfen alle Shinies behalten. So, wir bewerten den. Der ist natürlich jetzt mega schlecht, den wir heute hatten. Der war viel, viel besser.
10, 11, 10. Das wäre fast das schlechteste mit 67% gewesen. Das wäre auch eine Rarität. 10, 10, 10 kann man auch sammeln. Sammle ich auch. Guckt euch den nochmal an. Drückt mal drauf. Ihr seht, der leuchtet richtig inne drin. Der sieht auf jeden Fall mega genial aus. Wie findet ihr Schlinking? Habt ihr Schlinking schon mal solo probiert? Probiert's wirklich mal. Wenn nicht, nehmt ein zweites Handy parat oder nehmt einen Homie mit. Sagt, komm, ich probier's mal alleine. Du auch. Und wenn es einer nicht schafft, machen wir es zusammen. Außer der, der es geschafft hat und den einen dann alleine stehen lässt, weil der dann den Raid nicht nochmal machen kann. Das war es jetzt von meiner Seite aus, von Hannes Seite aus. Jo. Dankeschön, Hannes, fürs Mitmachen. Jo, ohne dich hätte ich es nicht geschafft, ne? Jawohl. Nur weil du neben mir gestanden hast. Habt ihr es probiert? Schreibt's rein. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.